Hallo, herzlich willkommen zurück bei Kreativ statt Andrea und ich bin Andrea, falls du mich noch nicht kennst. Heute gibt es ein Möbel-Upcycling und zwar habe ich hier ja noch die drei Schubläden vom letzten DIY-Projekt übrig. Das heißt, im letzten Video habe ich ja eine Schubladenkommode zu einem Regal umfunktioniert, indem ich einfach die Schubläden weggelassen habe. Und die Schubläden habe ich jetzt natürlich noch übrig. Und so Schubläden aus altem Holz oder überhaupt Sachen aus Vollholz, die gebe ich einfach nicht gerne her. Die behalte ich sehr gerne und mache was Neues daraus oder mit dem Holz. Denn so ein Holz bekommt man ja sehr schwer. Das neue Holz, das man kauft, ist immer anders von der Optik her als ein Holz, das einfach schon länger im Leben gestanden ist. Ja, und hier habe ich jetzt drei der Schubläden für das, was ich vorhabe, und zwar werde ich daraus eine Konsole bauen, brauche ich nur zwei Schubläden und natürlich brauche ich auch neue Füße dazu, die habe ich auch schon. Und was noch ist, das hier ist lackiert, also das ist jetzt keine Kreidefarbe, sondern hier wurde wirklich für die Oberfläche schwarzer Lack verwendet. Ich habe also auch schon getestet mit dem Schleifen, es würde ganz gut funktionieren, also auf jeden Fall hier auf der Vorderseite der Schubläden, aber nicht hier seitlich. Also hier müsste ich viel zu lange schleifen, um zu dem Ergebnis zu kommen, was ich mir vorstelle. Deswegen werde ich das heute mit einem Abbeizer machen, um mir diese ganze Mühe zu sparen. Und was ich auch noch tun möchte, ich möchte das ganze Holz dann am Ende auch noch bleichen, denn ich möchte es noch einen Ticken heller, weil nachdunkeln tut es ja von alleine wieder. Also werde ich dann auch noch bleichen und natürlich auch noch mit Kreidefarbe streichen. Also sei gespannt, was daraus wird. Natürlich freue ich mich wie immer über zwei Daumen hoch am Ende des Videos, wo es dann auch noch Tipps und Tricks gibt, ja, wenn dir das Video gefallen hat. Also, lass uns starten. Um die Farbe von der Oberfläche abzubekommen, habe ich dieses Mal nicht geschliffen, sondern ich habe einen Abbeizer verwendet, also einen gelartigen Abbeizer. Diesen trägt man gut dick auf die Oberfläche auf, wobei ich ihn beim ersten Mal fast zu dünn aufgetragen habe. Und danach kann man ihn abdecken mit Frischhaltefolie, das muss man aber nicht tun, also ich habe es beim ersten Mal gemacht. Habe aber dann festgestellt, dass sich die Dämpfe viel zu arg darunter fangen und es dann auch wirklich sehr stark im Raum riecht, auch wenn man lüftet. Beim zweiten und beim dritten Mal habe ich die Folie weggelassen und der Abbeizer hat ganz genauso gut funktioniert. Ich finde es sogar noch etwas besser. Wichtig ist natürlich, man hält sich an die Einwirkzeiten. Zum Abnehmen der gelösten Farbe, des gelösten Lacks, habe ich dann einfach einen Spachtel verwendet. Man kann auch ja einen Rakel nehmen, ist ja auch das Gleiche, der kann auch aus Kunststoff sein. Wichtig ist einfach, man kann die Farbe damit abnehmen und ihr seht schon, es geht nicht ganz so gut. Also ich muss auch sagen, dieser Lack, der war schon sehr stark auch in den Poren verhaftet. Deswegen musste ich das dann insgesamt dreimal wiederholen, aber man sieht dann auch von Mal zu Mal, dass es besser wird und vor allem, man lernt ja auch dazu und trägt dann einfach den Abbeizer dicker auf. Hier nun der zweite Auftrag des Abbeizers. Dieses Mal habe ich ihn gleich direkt auf die Oberfläche gekippt und dann verteilt, was viel einfacher und schneller geht. Also man kann sich natürlich das Leben damit leichter machen. Jetzt kann man schon sehr gut sehen, dass es sich wirklich der Lack jetzt beim zweiten Mal behandeln wesentlich besser ablösen lässt, aber er dennoch sehr tief in den Ritzen, in den Rillen und in den ehemaligen Wurmlöchern drin sitzt. Also ich habe das dann ja dreimal gemacht und nachdem ich das dann nicht komplett abbekommen habe, sonst hätte ich noch vier- und fünfmal arbeiten müssen, habe ich dann einfach von meinem ganzen Farbkonzept her umgeschwenkt und habe eben keine Naturholzteile sichtbar gelassen. Nachgereinigt habe ich damit einen Anlauger und den habe ich wirklich sehr intensiv gemacht. Also so, als würde ich damit wirklich anlaugen wollen und nicht nur reinigen, also sauber machen. Und ich habe ihn dann schön dick aufgetragen und habe ihn auch 20 Minuten einwirken lassen, in der Hoffnung, dass noch ein bisschen was von der Farbe weggeht. Was natürlich nicht der Fall war, aber auf jeden Fall war dann die Schubläden waren dann auf jeden Fall sehr schön sauber, also richtig sauber, porentief sauber.
Was natürlich trotzdem geblieben ist, die eine Schublade, die war ja auch vorne gespachtelt, also da ist die weiße Spachtel auch vorne in den Poren drin. Das war natürlich auch noch ein Hauptgrund, warum ich dann die Front dieser Schubläden nicht in Natur gelassen habe, sondern wirklich überstrichen habe. Der Anlauger muss dann natürlich wieder ordentlich entfernt werden, also dafür habe ich einfach klares Wasser und einen Lappen genommen und habe wirklich die Hölzer, also das Holz innen und außen gut gereinigt, um den Anlauger wieder gut herauszubringen. Da ich die Griffe dann wenigstens im Naturholzlook lassen wollte, also habe ich hier nochmal mit der Hand nachgeschliffen mit einem Stück Schleifpapier. Hier kann man auch ein Schleifvlies verwenden. Also das war dann wenigstens ein Highlight, damit ich etwas Naturholz auch noch an den Schubläden erhalten kann. Damit auch alle aufgestellten Fasern eben durch dieses intensive Reinigen mit dem Anlauger jetzt wieder schön flach liegen und die Oberfläche auch schön glatt und ebenmäßig wird, weil ich wollte schon einen sehr ebenmäßigen Look, habe ich hier nochmal mit dem Schleifklotz mit der Körnung 160 einfach drüber gearbeitet und das habe ich mit der Hand gemacht, denn es ging ja nur darum, nochmal etwas nachzuschleifen. Das gleiche habe ich auch bei den Querstreben gemacht, die unter die zwei Schubläden kommen, damit die Konsole, also die Füße, ich sage mal, das ganze Konstrukt überhaupt funktioniert, damit die Schubläden miteinander verbunden sind. Die müssen natürlich auch angeschliffen werden. So, nun geht's los und zwar mit dem Sperrgrund in Weiß streiche ich meine ganzen, also alle drei Schubläden innen. Da diese Schubläden Gerbsäure abgeben und ich ja mit diesem Light Gray streichen möchte, ja, habe ich lieber mal den Sperrgrund verwendet, damit auch wirklich keine Gerbsäure, also dieser gelbliche Farbton durchkommt. Und zwar habe ich nur die Schubläden innen mit dem Sperrgrund vorgestrichen. Da ich ja ein sehr ebenmäßiges Ergebnis haben wollte, habe ich also dieses Mal zur Rolle gegriffen und habe dann das Light Gray damit aufgetragen. Ich habe zwei Schichten dafür benötigt. Bei der zweiten Schicht habe ich dann, werdet ihr sehen, auch eine andere Rolle genommen, die mir dann doch lieber war, die kleine Schaumstoffrolle. Die Ecken habe ich alle vorgestrichen mit dem Pinsel. Da kommt man ja oft mit der Rolle nicht so gut rein. Also einmal alle Ecken vorstreichen und dann einfach fleißig Farbe aufrollen. Die Außenseite der Schubläden und auch die Querstreben habe ich mit Mustard gestrichen. Das ist so ein sehr schöner senfartiger Ton. Und was ich auch erhalten wollte, waren die Zapfen, die man seitlich an den Schubläden sieht, damit man einfach noch ein bisschen sieht, dass es eben alte Schubläden sind und dass die eben so Zapfen haben. Das finde ich immer besonders schön. Ja, und hier habe ich mit dem Pinsel gearbeitet, um drumherum zu malen. Dann natürlich mit der Rolle die Farbe aufgerollt und hier habe ich zwei Schichten gebraucht. Und bevor ich die zweite Schicht dann aufgetragen habe, habe ich dieses Mal die Zapfen vorher abgeklebt, damit ich gleichmäßiger über die ganze Oberfläche rollen konnte. Mit der matten Chebbi-Versiegelung habe ich nun meine Naturholz-Tischbeine, Stuhlbeine, wie man sie auch bezeichnen möchte, einmal eingestrichen, also letztendlich versiegelt, damit sie einfach ihren Buche-Naturton auch wirklich behalten.
Da ich die Oberfläche noch etwas zarter und feiner haben wollte, habe ich dann noch einmal am Ende mit einem Schleifpapier der Könnung 320 wirklich leicht darüber geschliffen. Und danach ist natürlich klar, muss das Ganze wieder ordentlich entstaubt werden, bevor man daran denken kann, das Ganze zu versiegeln. Jetzt wird es noch mal ein bisschen trickreich, denn die Füße müssen ja wirklich gleichmäßig stehen, parallel stehen. Also hier war wirklich ein bisschen Ausprobieren und Tüfteln angesagt, aber dann hatte ich das endlich und habe ich mir das wirklich hier, wie ihr seht, angezeichnet, damit ich wieder wusste, wie die Füße dann wirklich wieder auf die Oberfläche draufgestellt werden müssen. Ja, danach musste natürlich auch gebohrt werden, die Füße angeschraubt werden und auch meine Mittelstege habe ich natürlich festgebohrt, also erstmal durchgebohrt und dann aber noch festgeschraubt und sogar noch Holzleim verwendet, damit, ja, damit die auch wirklich gut halten und die ganze Konsole eine tolle Stabilität bekommt. Ich hatte mich dann doch noch dazu entschieden, die Außenkanten, also zumindest außenrum, auch noch mit dem Mastard zu streichen, also zu rollen in dem Fall. Ich hatte ja noch Restfarbe auf der Rolle, die hat dafür locker ausgereicht, um ganz einfach dem Ganzen noch, ich sage jetzt einmal, mehr Charakter zu geben und damit die Kommode auch von vorne mehr mit dieser Farbe einen entgegenstrahlt, damit einfach mehr Kontrast entsteht. Für das Schablonieren habe ich mir eine Mandala-Schablone genommen und habe mir hier die Bereiche, die ich nicht brauche, abgeklebt und habe dann damit hier dieses schöne, einfache Muster in den Innenraum der Konsole rein schablonniert und auch so, dass sie sich wirklich überlappt, damit es ein endloses Muster ergibt. Und wie immer beim Schablonieren darauf achten, dass ihr den Pinsel wirklich senkrecht haltet, damit keine Farbe unter die Schablone läuft. Und ich habe mir hier auf meiner Schablone auch Hilfsstriche angebracht, damit ich genau gesehen habe, wo muss ich sie vorne anlegen, damit sie dann auch wirklich gerade verläuft und immer auf demselben Abstand zur Kante ist. Zum Schluss wird jetzt noch versiegelt und zwar nehme ich dafür das transparente Möbelwachs. Man sieht dann auch immer gleich, wie die Farbe wieder schön intensiv und satt wird, obwohl ich sie ja vorher leicht angeschliffen hatte und sie dadurch schon, soll man sagen, sehr ungleichmäßig gewirkt hat und gar nicht mehr so intensiv. Aber wenn man das Möbelwachs verwendet, man sieht es ja auch jetzt hier beim Auftragen, sofort wird die Farbe wieder schön satt und kriegt auch mehr Charakter. Und ich habe natürlich die ganze Konsole gewachst, das heißt also auch innen, unten und auch auf der Rückseite. Und das, was dann jetzt an Wachs zu viel war, dafür habe ich jetzt einfach so einen alten Socken genommen, über die Hand gestriffen und dann noch einmal darüber gearbeitet, nachdem das Wachs ja jetzt noch frisch war, um einfach ein zu viel davon wieder abzunehmen. Ja, und das Wachs dann gut trocknen lassen, am besten über Nacht und dann kann man es eigentlich schon hinstellen und einräumen, aber man sollte noch nicht groß abstauben, da sollte man noch 3 Wochen warten, bis das Wachs wirklich ausgehärtet ist. Sicher hast du schon bemerkt, dass ich nicht gebleicht habe. Also das war auch nicht möglich, nachdem ich den farbigen Lack abgenommen hatte, habe ich gesehen, dass da auch gespachtelt wurde. Und zwar noch dazu mit weißer Spachtelmasse. Und die setzt sich auch so wunderbar in den Poren ab. Also habe ich das sein lassen und habe mein ganzes erstes Farbkonzept über den Haufen geworfen, um mir ein neues Farbkonzept zu überlegen. Denn beim ersten Farbkonzept wären wirklich Außenteile von der Kommode auch in Naturholz geblieben. Das war jetzt dann nicht mehr möglich, weil da einfach zu viel gespachtelt worden ist, was man vorher gar nicht gesehen hatte. Und deswegen habe ich mir dann ein neues Farbkonzept überlegt und das war dann hier
Das ist meine Inspiration. Das Moodboard kennen ja vielleicht schon einige von euch. Das ist jetzt ein Blatt davon, auf dem ich jetzt mal meine Inspiration euch zeige, wie ich sie dann festgehalten habe. Mit meinen zwei Farbtönen, dem Light Grey und dem Mustard. Und hier dieses Konzept. Diese Kuh hier übrigens, das seht ihr im nächsten Video. Das wird ein großes Poster noch hinter mir an der Wand. Also die klebe ich wirklich auf eine Sperrholzplatte, aber das reden wir im nächsten Video drüber. Aber als kleine Kuh habe ich genutzt die dritte Schublade hier oben. Das ist ja wie ein Regal, wie ein Schaukasten. Und da habe ich ja auch ein Bild davon reingehängt. Ja, und das ist aus meinen drei Schubläden ja hier geworden. Ja, hier steht jetzt die fertige Konsole. Was ich als Tipp mitgeben möchte, ist, natürlich müssen diese zwei Schubläden irgendwie miteinander verbunden werden. Und ich habe das gelöst, indem ich einfach zwei Leistenstreben verwendet habe, um dann damit die beiden Schubläden zu verbinden. Und mein Mann war so nett und hat mir dann auch die Schrägen geschnitten, damit sie eben zu den Stuhlbeinen, zu den Tischbeinen hier passen. Und auch noch ein bisschen ausgeschnitten, damit dann diese Platte noch unter das Holz rutscht. Also das war die, der Beitrag meines Mannes zu meinem DIY-Projekt. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, genau, da ist diese Tischbeine oder Stuhlbeine, ich verlinke sie euch einfach unten in der Videobeschreibung und dann findet ihr sie schon. Die wollte ich ja, dass die in diesem Naturton, in diesem Bucheton auch wirklich lange so erhalten bleiben und nicht nachdunkeln. Und deswegen habe ich hierfür die Chevy-Versiegelung matt verwendet, denn die schützt ja auch vor UV. Und damit die wirklich lange so bleiben, wie sie sind. Noch ein Tipp auch zu einer Chevy-Versiegelung, die kann man übrigens auch wie einen Sperrgrund verwenden, wenn man keine zu Hause hat. Und nämlich dann, wenn man möchte, dass die Oberfläche griffiger, rauer wird, damit die Farbe noch besser haftet. Nur so mal als Tipp am Rande. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht viel an Tricks, aber es gibt noch einen Tipp, oder ist es vielleicht dann doch ein Trick? Schablonen. Man hat ja nicht immer so extrem viel verschiedene Schablonen zu Hause, ich auch nicht. Also behelfe ich mich, ich habe eine Mandala-Schablone genommen und habe das, was ich nicht wollte, von dem Muster einfach abgeklebt. Und schon habe ich meine individuelle Schablone für mein Muster, das ich reinschabloniert habe. Und das kann man übrigens ja mit jeder Schablone machen, Teile abkleben, um dann vielleicht nur ein paar Segmente oder Bereiche davon zu benutzen. Also, ich freue mich, wenn wir uns bei meinem nächsten DIY-Video wiedersehen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über zwei Daumen hoch, über einen netten Kommentar. Und wenn du noch mehr von mir wissen willst und auf den Laufenden bleiben willst, dann geh einfach auf meinen Blog. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Abonniere meinen Newsletter und dann kriegst du eh alles mit und verpasst auf jeden Fall gar nichts. Also, ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.